Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier zu einem weiteren Age Game und zwar Project Melody and Not Between Worlds. Mein Gott, das Teil rockt wie Scheiße. Hat sich einiges getan, seitdem ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Das gab es ja nur eine frühe Early Alpha Access. Wir sind jetzt glaube ich schon in der Version, lasst mich mal gucken. Also sind wir natürlich immer noch Early. 2.0 oder sowas. Es gibt jetzt eine Storyline. Also, es kommt langsam eine Story und ein Szenario mit dazu. Der Ding ist cool. Kann man nicht anders meckern. Ist ein cooles Game auf alle Fälle. Ich zeige euch mal eben ganz kurz die Storyline, weil das hat sich jetzt wieder ein bisschen was getan. Ich kann euch mal ungefähr die Story ungefähr zusammenreiben. Also, wir können kurz mal anspielen. Wir haben jetzt den Prolog. Das ist die erste Story, die kommt. Dort kriegen wir dann gleich eine Capture List. Und zwar The Dream, Waking Up und Explosion. The Dream ist, ihr erinnert euch ja wahrscheinlich noch an dieses Anime-Girl. Ach, wir spielen gleich mal The Dream an, ich muss dann aber cutten. Bei Waking Up und sowas alles geht dann weiter. Das Spiel, also es kommt langsam in Gang, es scheint wohl irgendwas damit zu sein. Er hat einen Traum von Anime-Girl, mit der er richtig heftig knattern lässt. Und dann wacht er auf in sein Zimmer. Das ist halt wieder alles ganz normal. Und sie erzählt auch immer, ich hatte noch nie was mit einem Kerl, einem richtigen Kerl. Und ja, ich zeige euch einfach mal ein bisschen rein. So, wir gehen einfach mal in Play. Ihr könnt die Walkouts hier einfach Waking Up und Explosion, also das Haus, das sind jetzt die ersten drei Captures vom Prolog. Ne? Also ich bin gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird. Es hat auf jeden Fall einen coolen Ansatz, muss ich sagen, der mir bisher schon ziemlich gut gefällt. So, wir spielen einfach mal rein. Wir machen den ersten Play. Ich muss hier leider danach einen Cut setzen, aber ich will euch einfach nur mal so ein bisschen mal geben. Es hat sich auch ein bisschen was, meiner Meinung nach, am Charakter-Setting getan. Ihr wisst ja, Project Melody hatte ja zwei Ladies hier zur Auswahl. Ich war ja mal sehr gespannt, wie die Story sich hier entwickeln wird. Und wir klicken mal auf Dawn. Ich will auf Dawn klicken, bitte. Das Spiel, ja, fängt jetzt erstmal mit den Aufwachen. Genau. Keiner weiß, warum wir hier mit einer Eulen liegen. Ja, gar keine Ahnung, warum. Tja, es ist immer noch so geil, das Spiel. Autoplay off. Autoplay on. Please. Ah, nee, war on, ne? Müssen wir sie anticken? Ich weiß, dass das. Ah, nee, sie wachen alleine auf. Ich finde es auch geil, dass sich der Cursor so unscharf stellt, wenn wir da hinten gucken. Und dann, wenn wir zu ihr vorne hin schlafen. Scharf stellt. Meine Güte. How did you sleep? Ja klar, die Frage stelle ich. I keep having this nightmare. Nobody wanted to see my butthole. Can you imagine that? The audacity. Bob, you know I have a very cute butthole. Don't you think so? Yeah, sure, Butthole. Sie redet über ihr Arschloch. Okay. Was cool ist immer, dass man hier so die Interaktion nachher wählen kann. Ich denke mal, das wird später noch ein bisschen entscheidend werden im Game. Bin auch sehr gespannt, wie das Game sich allgemein spielen lässt. Ich zeige mal eben ganz kurz outfitmäßig so. Sieht eigentlich alles ganz cool aus. Und wie gesagt, also ich finde auch den Zoom-Effekt ziemlich cool, ne? Dass wenn man hinten rausgeht, dann ist sie scharf. Geht man nach oben an die Decke, unscharf. Ich finde das cool gemacht. Ich mag das wirklich. Ich finde aber vom Setting her hat sie sich jetzt ein bisschen verändert. Ob das positiv oder negativ zu sehen ist, müsst ihr selber entscheiden. Aber ich finde jetzt vom Setting her hat sie sich ein bisschen geändert. Aber es musste auch was geändert werden, weil sonst würde es nachher zur Storyline nicht ganz passen. Ja. So. Ich glaube, ich mache hier mal. Oder können wir einfach back to menu gehen? Können wir auch. Wir können hier einfach back to menu gehen. Weil ich euch jetzt. Also, wie gesagt, wir würden jetzt hier die knattern im Traum. Das ist auch noch so eine Sache. Dann, ne? Knattern wir sie gleich im Traum komplett durch. Und dann geht es halt ab in Waking Up. Dann wacht er halt auf. Und ich weiß nämlich nicht, wo die Waking Up-Geschichte gerade startet. Deswegen gehe ich einfach gleich auf Explosion rauf. Und dort zeigen wir nämlich mal ein bisschen mal das Haus und wie es so halbwegs aufgebaut ist. So, ah shit, ich habe mir vorher noch die Boxershorts anziehen sollen. Die liegt mir nicht da auf dem Boden. Und ich glaube, ich krieg's nicht hin, diese vorher zu bekommen. Ohne da was rausschneiden zu müssen. Wenn ich schnell bin. Erstmal E drücken. Na, komm.
Na komm, greift der Ding. Ey, meine Güte, das wird ja wieder ein Spaß. So, equipped. Keiner was gesehen, alles gut. So, und er ist immer noch horny. Ich finde das Zimmer cool. Ich hoffe, wir können mal eh machen, bitte. Ich hoffe, diese Figuren oder sowas alles kann man irgendwann später auch sammeln. Ich finde das cool. Eine coole Sammelfiguren-Idee, wenn die... Ich finde das irgendwie ganz cool gemacht. Hat so ein bisschen was voller, ja... Silly Gamer Room, kann man sagen, ne? Das Kissen kann ich jetzt leider nicht genau raufklicken, Leute. Muss ein bisschen aufpassen hier, aber es ist unheimlich gut. So, er will also noch einen Jerk aufmachen. Wird nichts, muss ihm Lotion finden. Ich zeige euch auch gleich, wo die alles zu finden ist, ja? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das sind so Events, die man nachher gehen kann oder sowas alles. Ich bin gespannt. Wirklich, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Ganze noch... Hier hinten auch die Animation, finde ich cool von dem Roboter. Vielleicht gibt es ja wirklich so eine Fantasy-Welt. Vielleicht wird er dann ja wirklich in so eine coole Fantasy-Welt entführt oder sowas alles. Finde ich total geil. Also die Idee dahinter, du kannst so viel geilen Stuff jetzt gerade mit diesem Game drehen. Echt total creepy cool. So, wir haben dann noch Best to Interact. Dann können wir mich noch ein Dingses anziehen und wir können sogar die Pferdemaske hier aufsetzen, wenn wir wollen. Ich erkunde mal mit euch ein bisschen das Haus, weil ich finde das ganz cool. Na, hier sind also, ne? Das ist, glaube ich, Dad's Office. Genau, das müsste das Schlafzimmer der Eltern sein, glaube ich, ne? Auf alle Fälle haben wir hier so ein bisschen was vom Haus, das auch mal mit dabei ist, wo man auch sich ein bisschen freier bewegen kann. Einfach nur das Stuff. Eigentlich sollen wir nur die Lotion finden und dann endet das Spiel auch schon gleichzeitig. Was ich auch ganz cool finde, ist, können wir auch mal zeigen. Lichtschalter-System gibt's auch. Also wie gesagt, nice. I like this game. Wirklich, das ist wirklich cool. Ja, wie man das jetzt hier umgesetzt hat, ne, finde ich gar nicht mal so schlecht. Mir gefallen auch die, dass man da Licht an, Licht ausmachen kann. So als rein experimental, ziemlich cool gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch sehr auf die Storyline gespannt. Also ne, leider können wir ja nicht raus, weil er ist ja immer noch horny. Mom und Dad lassen uns auch wieder Sachen da. Vielleicht wird er dann in so die Welt reingezogen oder sowas. Alles und ist dann wieder in sonst normaler Ego-Alter-Welt. Ideen ist auf alle Fälle cool. Ich mag auch den Grafikstil. Ein bisschen, manchmal matschige Texturen drin. Aber meine Güte, ihr müsst immerhin überlegen, es ist eine super frühe Alpha. So, die Lotion steht übrigens hier. Wenn ihr sie dann haben wollt, da ist sie. Die equippt ihr euch dann und dann könnt ihr jetzt in euer Room zurückgehen und Jack aufmachen. Aber besser gesagt, es wird davor einfach abgesetzt. Spiegel, ja. Spiegel Reflection, man sieht halt, dass er ein bisschen buggelt ist, ne? Aber so sehen wir halt aus. Warum er auch immer so eine Art. Ah, das ist ja, wie gesagt, es ist alles noch Early Access. Das muss man einfach mal komplett nicht vergessen. Dafür läuft es aber sehr stabil, sehr angenehm und sehr cool. Also von daher, viele Notes hier auf den Zetteln, die habe ich auch noch nicht ganz gelesen. Es ist noch ein bisschen triggyhaft, immer diese Sachen. No, you get your dick. Clean a Vancouver, okay. Put it back. Sollen wir noch aufräumen, sauber machen? Nee, bloß nicht. Bin auch gespannt, was hier alles noch kommen wird. Wie sieht das Spiel weiter? Weil man wird jetzt wahrscheinlich versuchen, so diese Cypher-Welt, so Anime-Welt vielleicht aufzuziehen und gleichzeitig die Real-World vielleicht aufzuziehen. Die Idee ist da. Definitiv. Kommt noch eine Sister mit dazu? I don't know. Bin gespannt. Auf alle Fälle haben wir hier erstmal Parents. Teil. So, dann würdet ihr einfach nur wieder zurückgehen, würdet euch dann am Stuhl setzen und dann wäre das ganze Ding einfach im Grunde genommen dann vorbei. Dann ist der Prolog durch. Na, also und dann, ich bin gespannt, wie es sich dann nachher im fertigen Spiel spielen lässt. So, was haben wir noch? Ach, geh mal auf Main Menu, please. Weil es wäre jetzt nichts mehr gekommen weiter. Wir haben noch einen Szenario-Editor. Dort könnt ihr dann eben halt eigene Szenarien herstellen und die dann ins Spiel selber einladen. Ist ein bisschen Fummel, ein bisschen tricksy. Ich kann ja mal kurz reingehen, mal kurz anzeigen. So. Das Ding ist immer so ein bisschen, ja. Kurz mal warten. So, ihr habt also den Hintergrund. Ich weiß auch noch nicht richtig, wie das ganz genau funktionieren soll. Da habe ich mich jetzt auch noch nicht richtig mit reingefasst. Ich habe den mal ganz kurz einmal angestartet, um zu gucken, was hier geht. Ihr habt Materials, ihr habt Doors, ihr habt Windows. Ihr habt also die ganzen Sachen hier, die es überhaupt gibt. Ne, ihr habt Basic Materials, Texturen, ihr habt alles eigentlich dabei. Ihr habt die Charakter dabei, ihr habt Lampen. Ihr könnt hier jede Menge Lampen reinpumpen. Ihr könnt also mal so gesehen über den Editor hier euch selber Sachen fertig machen. Also selber Szenarien erstellen. Ich finde die Idee cool.
dass sie das vorgeben oder besser gesagt, sie euch sagen, hey, kommt hier, bam, könnt ihr euch die selber die ganzen Sachen da zusammen machen und zusammen tun. Da muss ja jeder für sich wissen, ob er darauf Bock hat oder nicht. Ich meine, hier können wir Location zusammenstellen, Morning, man könnte die Zeiten noch einstellen. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe mich da selber noch nicht richtig mit befasst, ne? Ich habe halt nur gesehen, dass es hier in den Ordnern eben halt ein paar Basics und Drops und Shares und Storage, Candles, Table. Ich denke mal, alles das, was jetzt bisher in dem fertigen Spiel drin war, könnt ihr hier auch rausziehen. Genau, Windows, was haben wir da? Geh mal her, seht ihr, dann sind die Sachen hier halt drin. Ihr könnt hier dann, ich weiß auch nicht ganz, wie man hier steuert. Mit Q und E habe ich es auch noch nicht herausgefunden, wie man jetzt hier in der Welt steuert. Ich denke mal aber vielleicht einige Leute, die schon ein bisschen erfahrener an den ganzen Sachen sind, die kennen sich hier vielleicht schon ein bisschen aus. Die wissen auf alle Fälle Duplicate, Rename. Ja, kannst du wieder löschen. Ist aber eine schöne Idee, dass die Macher von Project Melody so offen mit ihrer Community umgehen, dass sie halt sagen, hey komm, wenn ihr ein Szenario erstellen wollt, wenn ihr coole Ideen habt, dann baut sie doch einfach selbst auch mit ein. Ist ein nicer Zug. Machen nicht viele. Deswegen finde ich das ziemlich cool. Deswegen Project Melody, A Nut Between Worlds, geiles Teil. Ich bin immer noch richtig gehypt davon und ich freue mich schon auch richtig, wenn es hier weitergeht mit den nächsten Story-Content. Und ich bin gespannt, wie sich das dann nachher regelt. Immerhin haben sie jetzt schon mal den Prolog ganz gut angeschnitten, dass man ungefähr weiß, um was es geht. Ja, und weiß, in welche Richtung es hier reinkommt. Also wie gesagt, der Traum ist von ihnen, das ist erst ein Traum. Dann wacht er damit sein Kissen halt auf und dann ist er wieder in Real World. Ich bin gespannt, ob es jetzt ein Traum bleibt oder ob er jetzt dann wirklich auch in diesen beiden Welten rumswitchen kann. Ja. So viel von mir vorweg. Project Melody, Age Game, A Nut Between Worlds. Finde ich cool. Kann ich nur echt einen Daumen hoch für geben. Ich mag das auf alle Fälle. Richtig geiles Game, richtig cooles Teil. Und ja, hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und mal gucken, wenn vielleicht das nächste rauskommt von Project Melody, Nut Between Worlds, kann ich mal ein... Wenn es euch sehr gefallen hat, kann ich mal zeigen, wie die Geschichte und sowas alles ein bisschen weitergeht. Weil ich bin jetzt gespannt. In letzter Zeit kamen die Updates sehr häufig, also sehr viel. Jetzt, glaube ich, ein paar kurzen Zeitraum wurde das zweimal jetzt geupdatet. Und ich bin gespannt. Sehr gespannt sogar. Haut rein und bis dann.